So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist das zum Beispiel, das, was ich meine. Links und rechts und oben und unten sehen wir jetzt so einen schwarzen kleinen Balken. Das ist das, was ich nicht verstehen kann, denn das ist nur hier im Hauptmenü. Im Spiel selbst haben wir ja das Ganze im Vollbild. Also das ist dieser kleine Fehler, der hier noch aufgefallen ist, der das Ganze gefixt wird. Allerdings sagen sie, dass es halt nur auf der Xbox vorhanden ist, auf der PlayStation, ja, wo wir es ja aktuell drauf spielen, haben wir das Problem auch. Ich hoffe mal, dass das Ganze dann dementsprechend gesichtet wird. Auch in der letzten Folge, nee, in den letzten Folgen hatte ich ja mal gesagt gehabt, das ist ja schade, weil wir in dem ersten Bus-Simulator 16 der Werbung platzieren konnten und in diesem Bus-Simulator 18 nicht. Das ist natürlich falsch. Wir können natürlich ja auch Werbung platzieren. Und das Ganze, ja, muss man natürlich gefunden haben, denn ist eigentlich auch nicht so schwer. Wir gehen hier im Busdepot, gehen hier zu unseren Bussen, sagen jetzt hier zum Beispiel, der möchten wir jetzt hier gerne bearbeiten, haben wir ja natürlich hier das Ganze hier eingestellt. Und wenn wir jetzt hier oben auf Benutzer definiert gehen, nein, abbrechen. So, jetzt hier können wir das Ganze nämlich auf Werbung umschalten und können uns jetzt hier irgendeine Werbung aussuchen. Ja? Skin auf den Fenstern. Das Witzige ist, ich komme nicht runter. Hä? Ich komme nicht runter. Ich kann mir das untere nicht angucken. Also das funktioniert leider nicht hundertprozentig hier alles. Ja, nehmen wir hier die Werbung und können jetzt hier zum Beispiel sagen, so, alles klar. Einkommen Woche 1000, Kosten 2000. Das können wir ruhig anwenden. Und dann passt das. Und dementsprechend passen wir jetzt alle unsere Busse so an. Ich finde, das sieht nämlich gar nicht mal so hässlich aus. Ah, dann... So, Pre-Order-Bus, Pre-Order-DLC-Bus, so, okay, so nennt er sich hier. So, dann können wir das Ganze hier natürlich hier auch dementsprechend anpassen. Was mich mal jetzt gerade interessiert ist zum Beispiel, spielen die anderes Geld hier ein? Nö. Verstehe ich nicht, warum komme ich da nicht runter? Das ist... Ich komme nicht runter. Ach Gott. Da denkst du dir so, es kann ja nicht so schwer sein, so einen Controller irgendwie zu benutzen. Ist scheinbar aber so. So, auf allen Bussen, ja, wir haben natürlich... Hä? Ich habe natürlich zwei Pre-Order-Bus gekauft, oder? Habe ich doch. Okay. Will ich mich jetzt zwar erinnern, aber mein Gott. Spult nochmal zusätzliches Geld in die Kasse. Geld stinkt nicht. Kann man immer gebrauchen. Und von daher, ja, ist unsere Flotte jetzt ja ausgerüstet mit der modernsten Werbung, die wir haben können. Haben wir das jetzt hier erledigt? Ich habe hier mir auch schon erlaubt, hier auf der Linie 16 schon einen Fahrer hier einzustellen. Von daher gehen wir jetzt auf die Linie 17. Los geht's. Wir wählen uns allerdings einen Bus. Ich glaube, wir haben den hier. Den können wir ruhig benutzen. Könnten sogar noch einen neuen Fahrer denn einstellen. Um dann eventuell... Oh, 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 was ist denn hier? Wir haben eine Möglichkeit erweiterte Einstellungen. Das ist neu. Stimmt, es gab wohl noch eine neue Umkehrtefahrt, Loop, Rundfahrt, freie Fahrt, Schnellstart, Wetter, too early. Das ist ja klar hier mit Bremsstärke, Schlagloch. Könnte das Ganze hier nochmal, können wir die Strecke bearbeiten? Wir können hier nichts machen, das ist... Ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil das ist tatsächlich eine Taste, die ich tatsächlich nie getestet hatte. Jetzt klappt nicht. Also ich kann hier weiterhin nicht einstellen, dass wir hier zum Beispiel hier neue Liniennummern zuweisen können. Okay, dann los jetzt. Schnellstart an. Ja, das können wir alles so lassen. Umgekehrte Strecke, Loop, Rundfahrt. Realistisch.
Sind das bei euch, ja? Und da kann ich jetzt, ich sehe jetzt hier tatsächlich alles. So, dann die Rampe. Eine Fahrkarte bitte. So, einzeln Standard. Hast du die letzte Folge? Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag Standard drücken. Danke. So, los geht's. Astra-Promenade. Oh, wirklich. Tut mir leid, ich mach's leise. So, das Mindeste. Ich finde auch, es sind irgendwie mehr Menschen unterwegs hier, oder? Ich weiß nicht, das kann auch alles wirklich nur Einbildung sein, aber ich finde irgendwie das Ganze hier in der Qualitätsversion doch ein bisschen besser aus alles. Hey, hast du die wirkt auch als lebendiger. Der Leidenschaft gesät? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk? Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. So, einzeln, Standard, Glucken, 2,80 €. Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal Tag, Senior, 4,60 €. So, dann wird es wahrscheinlich interessant rauszufinden, wo wir die Haltestellen haben, die nämlich nicht schon eine 3-Sterne-Bewertung haben. Ich habe mal geguckt, in den Statistiken sieht man nichts darüber. Großartig. Naja, das muss man überraschen. Und vielleicht voll hier. Wir haben 11 Minuten Zeit, so ist doch was. Ich hätte die Einstellung auch noch mitnehmen können. Wenn man hier zum Beispiel auch das ganze Streckennetz soweit freigeschaltet hat, dann kann man ja versuchen, dass man das dann alles auch logisch irgendwie zusammen verbindet, die ganzen Linien. Jetzt gehen wir ja wirklich strikt erstmal so ziemlich nach der Vorgabe der Missionsziele. Um halt hier weiterzukommen. Bietet sich dann natürlich am Ende dann an, zum Beispiel dann
das Ganze so zu optimieren, dass man auch ordentlich Geld erwirtschaftet, vielleicht nicht nur 10 Haltestellen hat. Weil solche Linien sind eigentlich eher untypisch mit 10 Haltestellen. Zum Glück ist Balsam. So. Ist schon schön, oder? Also das sieht schon schick aus. Der letzte Livestream hat noch zum Beispiel auch die Frage gehabt, ob wir glauben, ob eventuell Omsi zum Beispiel noch für den Konsolen erscheinen wird. Da muss ich glaube sagen, da gibt es eine ganz klare Abfuhr. Das läuft nicht mal gut auf den PCs. Schweige ich denn, dass es denn gut auf den Konsolen läuft? Ja, also es ist auch mit einer Engine entwickelt, die halt schon relativ alt ist. Ob das halt die neueren Konsolen halt packen, ob die halt noch mit dieser Engine umgehen können, das mag ich auch schon fast zu bezweifeln. Also hier ist wirklich die einzige Alternative. Ihr habt bloß den Bus-Simulator. Was anderes gibt's, denke mal, in der Richtung nicht, seit denn, ja, Sebastian zum Beispiel könnte eventuell noch zum Beispiel für die Konsolen erscheinen, genauso wie der Fernbus-Simulator. Ja, der wäre natürlich auch noch machbar. Das Ganze ist nämlich mit der Unreal Engine entwickelt worden und ja, Unreal Engine haben wir ja bereits schon mehrere Titel auf der PlayStation 4 und der Xbox. Zumal ich gerade hart am Überlegen bin. Meiner Meinung nach ist das hier sogar auch die Unreal Engine. Also, wie gesagt, wenn das funktioniert, dann warum eigentlich nicht? Könnte man machen. Könnte man tatsächlich auch umsetzen, dass man hier zum Beispiel den Tourist-Bus-Simulator oder den Fernbus-Simulator eventuell auch noch auf den Konsolen sehen könnte. Aber dann müsste sich ja TMS Studios damit auseinandersetzen und weiß ich nicht, ob da die Ressourcen dafür da sind oder. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich soll nicht runter. Geht's doch zum Hafen. Wir müssen ja zum Hafen. Oh, das war ein Schlagloch. Das haben wir voll mitgenommen.
So, rechts vor links hier. So, hier links haben wir das Hafengebäude. Auch hier, ne, sehen wir zum Beispiel jetzt einen Scheinwerfer. Das ist nicht, alles nicht mehr so pixelig wie vorher, aber man sieht die Nummernschilder halt irgendwie nicht mehr. Das ist wieder was anderes. Aber der Community Manager meint ja zu mir, ja, die fixen irgendwas und da kommt irgendwo wieder was Neues, was wieder nicht funktioniert oder. Naja, das ist schon. Das muss alles sehr, sehr traumhaft sein. Stelle ich mir halt absolut spannend vor. Ja. Fix da irgendwas und dann hast du danach erstmal wieder 20 weitere Fehler wieder mit drin. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Hier. Augenblick. Na klar, hier, bitte. So, haben wir unseren Kontrollgang immer schnell gemacht. Oh, das ist ja gar nicht mehr Port Emma hier. Au. Aber muss ja irgendwie, oder? Interessant, das müssen wir uns mal merken. Also Ölhafen Süd. Gehört wohl nicht mehr zu. Port Emma. We are tourists in your own town. Okay. So ist der Blick rausgegangen. Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsflucht? Ananas. Sollten sie vielleicht auch mal so ein kleines Update mal wieder einführen. Ich meine, Sprüche kennt man jetzt ja nun schon. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Witz schon gehört habe. Man hätte mal so einen Counter nehmen können und mal stellen können, wie oft kommt der Witz mit Beethoven. Ja. Yes, of course. So ein schöner Tag. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, eine Woche Standard Brooklyn. Danke. Ich kann das Wochenende kaum erwarten.
Das Wochenende. Haben es ja auch bald wieder geschafft. Heute ist Mittwoch. 2 Tage noch knüppeln. Dann ist Wochenende. So schade, dass hier manchmal so Sachen hier so im Himmel hängen. Dann erst später dann die Stange nachploppt. Denn. Ja, genau so fühle ich mich auch. Genau so. Gesundheit. Oh, der hat uns ja keine Strafpunkte gegeben, weil wir immer auf dem Bordstein gefahren sind. Das sind wahrscheinlich nur, wenn du mit den Vorderachsen vom Bürgersteig fährst. Da gibt es wahrscheinlich dann Punkteabzüge. Was Nizza. Oh, jetzt fährt er nicht. Lebendiger aussieht, haben sie hier ein paar Leute hingestellt. Das Geile ist, da halten sich denn die großen harten Boys mit einer Oma. Sehr pünktlich, danke. Eine Fahrkarte bitte. So, Tag, Standard. Wieder mal Stoppel kontrollieren. Klar, klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Hier. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und ich will gar nicht, ich will immer raus. Ich drück immer eine. Die falsche Taste. Und damit erreichen wir unsere Endhaltestelle.
So, habt ihr gesehen, ein Kollege von uns. So, seht ihr mal, wir sind schon bei 104.000, aber uns fehlt hier immer noch eine Haltestelle. Sehen wir die hier zufällig? Ah, guck mal da. Da fehlt uns die Haltestellen. Also bei Schafetterfield, da fehlt uns das Ganze. Machen wir eine nächste Folge, würde ich sagen. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Ich würde mich freuen. Ich verabschiede mich aber jetzt für diese Folge. Wir sehen uns aber denn am Freitag hier wieder. Dann kommt das große 2000 Abonnenten-Special. Würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Ja, und wenn euch das Video wieder mal gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ist geil, was ist nicht so geil. Dann nutzt da unten die Kommentarfunktion. Dafür ist sie da. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.